Ja, genau. Let's play Battlefield 3 Endgame, Endgame, Endgame! Und ich sehe nichts, Endgame! Achso, ja. Dirtbike, Dirtbike! Dirtbike! Heli, Heli! Auf Nebandan Flats, oder wie es heißt. Nebandan Stein. Stein, wie du gesprungen bist. Ja, schön sieht's aus. Grüne Energie im Hintergrund. Ich habe eine Javelin, von daher kann ich gerade nicht viel machen. Gegen irgendwas, was in der Luft fliegt. Ja, wie man sieht, ist das Dirtbike schön wendig. Es macht voll Bock, damit zu fahren, ohne es macht wirklich Bock. Bam! Einfach mit dem Kopf durch. Gucken, ob ich den Tank auch mit der Javelin anvisieren kann. Ich hab's schon ausprobiert. Das Ding hier kann man nicht fahren. Schade, das wäre schön gewesen. Ja, man hat ja vermutet, so vier Fahrzeuge, könnte das vielleicht eins davon sein, aber nee, ich denke mal, der Hammi und der die Botnik zählen als zwei Fahrzeuge. Der tödliche Mähdrescher. Komm, wir schleichen uns irgendwo ran. Lach. Ich bin stuck! Das ist ein. Nee. Dann irgendwas angeaimt kurz. Da, vor uns. Motorrad. Vor uns! Vor uns! Oh, wo ist es? Rechts ist es. Lol. Was passiert? Der ist uns reingefahren. Koro Dirtbike. Ja, wie man sieht, kann das Leben auf einem Dirtbike auch ein sehr kurzes sein. Bin mal wieder auf die Small umgestiegen. Ja. Bauen mal in der Base, denn da stehen zwei Dirtbikes. Yay. Da oben sehen wir das schöne Dropship, was in Flammen aufgeht. Wir haben bis jetzt Capture the Flag gespielt. Alle Maps, ja. Ich zumindest, alle Maps. Ich glaube, ich habe alle bis auf die hier. Und ich habe einen Soundbug. Bleib mal stehen. Fahren wir wieder? Ja. Ja, mein Sound war gerade ganz, ganz leise. Ja, das hatte ich eben auch. Stimmt. Ja. Schön übrigens zu sehen, die echten Anzeigen vom Dirtbike. Zumindest was den Geschwindigkeit angeht. Und es hat eine Hupe. Wir brauchen mehr Hupen. Wir brauchen mehr Hupen. Ich fahr mal nach E. Ja. Ich nehme das jetzt mal ernsthaft. Serious. Woo. Serious. Ja, Capture the Flag haben wir vorhin gezockt. Das macht so Bock. Serious, über die Feuerungsstanze. Tank! Yeah! Capture the Flag für mich einer der ersten Modi, bei dem man auch richtig Teamplay braucht. Korrekt. Und es ist sogar richtig Teamplay entstanden. Also ich werde es ja hoffentlich gleich hochladen. Oder ich werde es auf jeden Fall heute hochladen. Da steht ein Panzer. Und man wird tatsächlich von Teammates abgeholt, wenn man die Flagge hat auf dem Dirtbike oder kann sie mitnehmen, wenn sie die Flagge haben. Ja, es fördert richtig die Zusammenarbeit. Manchmal auch nicht. Ist ein Spot? Ja. Manchmal auch nicht, nein. Ist es down? So, gerade mal noch den Dump einnehmen. Da links Tank. Tank, Tank. Bist du N? Ja, bin ich. Wir werden. Von wo werden wir gelockt? Verdammt. Tank. Boah, ich kann dich gerade sehr schlecht. Ich hab dich. Ja, der geht down. Ich glaube, der trifft noch. Der ist nämlich durch. Down. Gut. Da kommt noch ein. Ich werde von was getroffen. Jet. Naja. Oh, guck mal hier. Der ist doch nett. Yay. Der will nur die Punkte. Na klar, wer will das nicht? Ja, ne? Capture. Ja, wieder Jet. Was war das? Wieder Jet hinter uns. TTF auf jeden Fall macht Spaß bisher. Heli aimt uns an. Achtung, genau in der Sonne. Ja, genau der. Hm, das könnte böse Ach, enden. Steck. Ja, ich bin down. Das hatte schon wieder einen Soundbug im Tank. Ja, Endgame für die Soundbugs. Ja. Hm, so sieht's aus. Ja, und Maps können wir sonst doch gar nicht viel zu sagen, ne? Ne, haben wir bis jetzt nur im Capture the Flag gespielt. Eine haben wir mal ganz kurz im Air Superiority Modus angezockt. Priority, ja. Da habe ich dann aber Enrage gemacht und noch rumgeschrien. Weil du nur gehitzigert wurdest, ne? Weil ich nur gehitzigert wurde. Und ja, im CTF spielt man ja immer nur eine ganz kleine Version der Map. Genau. Aber was heißt klein? Ich glaube, wenn man jetzt mal hier bei mir auf die Map guckt, es ist, so bei A ist die eine Flagge und bei E ist die andere Flagge. Oder ist das F? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, F, da ganz rechts oben. Irgendwo ist hier noch ein Gegner. Ist hier vorne zwei. In dem Bild vor uns. Ma! Boah, hier habe ich aber ziemlich viel Leute. Ja. Hab ein.
Aber vom Look gefallen mir die Maps dann doch recht gut. Also dieses Thema, was man ja aus den Trailern gesehen hat, diese vier Jahreszeiten, das finde ich schon ganz fein. Ja, kommt rüber. Ist authentisch. Also man merkt direkt hier, okay, Sommermap. Wintermap ist relativ schwer zu übersehen. Richtig. Genau, jetzt kann man und die Anzeige zeigen. Die sind 2 Inch vor dem Spot. Siehst du die am Radar? Vor A. Wenn die jetzt rechts so fällt. Ist gerade einer gedroppt? Hab ihn. Das macht so Spaß, vom Rücken des Dirtbikes zu ballern. Das macht noch mehr Spaß, das zu treffen. Und hier, man kann Wheelies machen. Sieht man leider von hinten. Ja doch, indem du die ganze Sicht versperrt. Und ich finde, der Blaustich ist hier weitestgehend weg auf der Map. Es ist Farbe zu sehen, auch wenn es alles relativ hell und weiß und cremefarben ist. Links ist ein Dirtbike auf. Ja, aber da sind überall Gegner. Egal, du bist schneller als sie. Dirtbike! Ah, verdammt. Ich hatte auch schon wirklich auf der allerersten Map meinen ersten auch mal davon. Ja, fahr genau drauf zu. So badass. Umdrehen! Ich hatte da. Vor uns! Muss nachladen. Nehmen uns! Ich bin down. Fahr einfach weiter, gib Gas! Yeah. Ich hatte auch direkt auf der ersten Map, die ich gezockt. LOL! Guckst du dir später an? Ja. Okay. Ah! Also, nochmal, ich fange den Satz jetzt zum dritten Mal an. Ja, ich bin still. LOL. Ich wurde von einem Hobbit gekillt. Ich hatte direkt auf der ersten Map, die ich gezockt habe, meinen ersten Battlefield Endgame-Moment, in dem ich auf einem Dirtbike saß und an der gegnerischen Flagge einen Sniper gesehen habe, der auf einem Stein lag. Und dann dachte ich mir, geile Sache, fährst mal auf ihn zu, wheelie dann den Stein hoch, überroll die Sau, bin in der Luft, also hab so richtig Airtime, richtig schön, flieg über den Tank drüber, steige aus, lande auf dem Tank und repair ihn kaputt. Das war ziemlich geil. Hab ich mich selbst gefeiert. Ja, das macht dann doch schon gut Laune. Vorne hatte ich gerade eine schöne Rampe, ich habe aber übelst gefailt, weil ich auf die Piste gewechselt bin und nicht auf Rocket Launcher. Ich drehe doch mal um und dann jumpen wir mal darüber und dann holst du den, der da bevor uns am Punkt kommt. Und ab geht's! Oh Gott, Schenke, was ist da passiert? Ah, ich muss weg! Ja, Ladies and Gentlemen, das hat nicht geklappt. Siehst du vor uns das IFV? Ja, er steht hinter der Mauer. Kannst auch in den Tank. Ja, drehen wir nochmal um. Oh, aber das zerrt unglaublich an meinen FPS. Ich habe teilweise nur 30. Jetzt gerade zum Beispiel. Okay. Ich mache jetzt nochmal den Sprung. Ja, mach ihn noch. Ich höre es auf, ich mache es nicht mehr. Wärst du schon mit Wheelie drauf zu oder nicht? Ja, ich drücke eigentlich Wheelie, sobald ich auf dem Teil bin. Da! Hol ihn dir! Der springt! Ich habe ihn angeschossen. Weiter! Ja! Ran da! Wieder getroffen! Oh mein Gott. Wo ist er? Down. Ist abgestiegen. Er hat einen One-Kill! Köstlich! Da droppt einer über uns. Bei D. Schießt sogar uns. Hinter uns. Was? Ah, dreh nicht so bei viel. D. Oder bei D. D. Debi Dora. Debi Bertha. Dummkopf. Oh, danke. Da vor uns. Da, über die Düne. Hab ich. Yeah. Dann auf nach C, oder? Wo auch immer C ist, ich will da hin. C ist vor uns. Da, ich sehe immer ein Wheelie, bevor du darüber fliegst. weil das ist besser, ne? Ja, dann fliegt man besser. Bleibt man nicht stuck. Ja, fliegt man ja. Ja, genau. Wenn du nichts kannst. Die Klappe. Tank! Wheelie! So viele Gegner! Oh, ich hab ihn getroffen. Wheelie! Dann haben wir. Dreh um, dreh um! Da, jeep. Da, Hasrat! Bam, nicht mal dasselbe. Ja. Schade. Ah, war ich hinten rein. Ja, das müssen wir noch etwas üben mit dem Springen. Dazu passt jetzt, Vorfreude ist die schönste Freude. Da, von. Junge! Diese Mine hätte ich spotten sollen. Oh Mann. Ah, köstlich. Ah, wir haben viele Flex. Ja,
Alles dank unserer Dirtbike-Action. Ich spawne mal auf C, da ist ein Tank. Aber siehst du, wie wenig da als Deckung ist auf C? Das ist doch viel als Deckung. Ja, aber... Das ist relativ offen, ne? Ja, genau. Ach, hier stehen so viele Mähdrescher. Vielleicht gibt es da ein Easter Egg, dass man irgendwie in die Fahrerkabine reinglitschen muss oder so. Noch ein Tank. Jetzt brauchen wir was zu fahren. An C. Au, ich kassiere. Au, so. Hol mich doch mal mit irgendwas ab. Ich bin tot. Ja, kann ich höchstens mit meinem Leichenwagen abholen. Okay, ich hole mir. Ja. Ich will mir ein Dirtbike aus dem Spawn, weil es so schön. Ich laufe dir entgegen. Ja, ich stehe am Mähdrescher. Mähdrescher. Flieg einfach über die Düne, ich werde schon schaffen. I believe I can fly. Hier ist die Düne. Achso, nee, ich bin noch weiter dahin. Da kommt er, da kommt er, da fahr mich an, einfach. Ich halte mich an. Alter! Ja! Yeah, da bist du drauf. Drehe. Wo ist er, der Schuf? Ausgestiegen. Ah! Ja, 30 FPS, regelt. Du hast deinen Teil an. Ich sollte ein Crowdfunding-Video machen. 200 Euro. 200 Euro für neue Prozessor und so ein Kram. Und alles, was mehr wird, spende ich. Spendest du an mich? Nein, an wichtige Dinge. Oh. Und hinter hier hoch. Ja, dann komm wieder drauf. Komm, hüpf drauf. So, wo fahren wir denn hin? Nach E. E sieht gut aus. Nach Aua. Da ist ein... Da vorne mit dem Dump hängt. Ja, sind nur drei oder so. Ich bin tot. Also ich bin durch. Noch. Das ist sehr abgehackt manchmal, wenn man hinten drauf sitzt. Ne? Inwiefern abgehackt? So, wenn du lenkst oder sowas. Ach so, dann ja. Dann wird das manchmal von hinten so ganz komisch. Ruckelig, ne? So. Ich hab noch 0%, also wenn ich irgendwas stehe. Da liegen Armin auf GPS auch. Ja, ich fahr weiträumig vorbei. Hier waren zwei. Hier liegen bestimmt keine Minen! Ah! Warte, ich nehm... Oh, Tank. Und Inf vor uns. Inf down. Was machen wir jetzt? Gehen wir hier rein? Ich will gucken, von hier hinten campen. Geil, von hier kann man campen. Oh, von hier drin kann man nicht campen. Hier findet mich nie einer. Du bist völlig getarnt. Bin down, einer im Building. Ich bleib einfach hier. Na, du bist getarnt. Ja. Ich bin im Turtle Mode. Ja, der aimt auch, glaube ich, darunter, wo du bist. Also zeig dich nicht. Turtle Mode engage. Nicht mehr lange. Hier, steh mal auf, weil der denkt ja nur, ich wäre da drin, nicht du. Da kommt ein IFV. Mhm. Halt dich bedeckt. Oh, das ist so spannend. Lalalala. Best recording of my life. Bitte fahr weg, IFV, und lass uns hier in Ruhe cappen. Meinst du eine Dual-RPG ramps das Teil? Wenn der Reactor dran ist, müsst ihr noch kaum drüber gucken. Ich bin zu klein. Also einer ist down. IFV hat einen Hit. Noch ein Disabled. Ich mach hier Schlitz-Aiming. Pass auf, ist ausgestiegen. Ist down. Schlitz-Aiming? Down. Oh, verdammt, ich bin down. Kam einer von links. Ist einer im Building. Der läuft jetzt hinten raus. Hinter uns, hinter dir ist der gleich. Zwei Stück. Guckt, ist vom Container. Haha! Raus da! Noch einer, waren zwei. Ja, hinten am Building. Ah, hab ihn. Noch, kommen noch zwei. Hab ein. Spawner. Jetzt. Hab ein. Noch viele mehr. Hui, der hält ja gar nicht auf. Nee, ist ein Nest. Okay, das hatte ich im Battlefield halt noch nie, dass meine FPS-Zahl recht eben sogar gelb oder rot wird. Oh.
ist gerade echt schlimm. Liegt es am 64-Mann-Server. Den du mal wieder rausgesucht hast. Hey, du hast gesagt, das ist egal. Aber dass es so schlimm wird, konnte ja keiner ahnen. Du kannst bei mir spawnen, ich bin auf einem Dirtbike. Geil. Was, das steht für Qualität? Nein, spawn bei mir, ich hab ein Opfer. Hast du? Was? Man muss dazu sagen, man kann die Dirtbikes sogar mit einer stinknormalen Gun zerstören. Das ja. Braucht keine RPG. Aber was ist jetzt gerade passiert? Kannst du reingefahren. Und sind beide gestorben? Ja. Okay. Ich denke mal, ich war. Ich habe keinen Führerschein. Das heißt, ich kann das einfach nicht besser. Ja, das ist ja allgemein bekannt. Warum? Das ist eine RPG. Das ist aus dem Liefer. Da vor uns, vor uns. Warum so ruhig? Ich bin wieder da. Musste kurz mich unterhalten. Nicht mit dir, es tut mir leid. So, was holen wir uns denn mal? Ich spawne bei A. Ah. Kann es sein, dass die F-18 hier auch direkt in der Luft spawnt? Es kann sogar sein. Ich habe eben ehrlich gesagt irgendwie also, keine Landebahn gesehen. Ich bin gerade auf die F-18 gegangen und wollte die nehmen. Und genau in der Sekunde ist da einer reingespawnt und die war schon in der Luft. Also nee, gehe ich mal davon aus. Kann sein. Konnte es jetzt noch nicht testen. Wo ist der denn? Ja, dürfte gleich wieder unser sein. Aber Dirtbikes gibt es wirklich eine ausreichende Anzahl, ne? Ja. Das kann man so sagen. Und dann geht die Map auch schon zu Ende. Jo. War jetzt so ein kleiner Eindruck. Schreibt genau. Doch mal unten in die Comments, was ihr davon haltet. Uns gefällt's bis jetzt. Uns gefällt's bisher, ja. Im Großen und Ganzen gefällt's. Wir müssen die ganzen Maps mal testen, die ganzen Sprünge raussuchen und was weiß ich nicht alles. Ja, ja. Und wir werden noch mehr deliveren. Wird Endgame vermutlich ein würdiger Abgang sein für BF3. Ja. Alles klar, das war der erste Eindruck. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.